Hallihallo, Freunde, Stefan Limene, ich hasse es. Ja, die Jungs sind am Start. Ich bin nur immer am Weg zum Feld und ich bin jetzt der, der Vorrang hat hier mit dem großen Ding hier. Force Feedback im LS, höre das erste Mal. Ich habe irgendwo die Option habe ich gesehen, aber ich habe noch nie Force Feedback verspürt hier. Naja, interessant. Gut. Ich stelle den Opfers einfach hier irgendwo her und wenn es dann soweit ist, dann beginne ich halt zum Dreschen. Genau. Ja, kannst du ja einmal probieren. Ich meine, es geht nicht, aber. Glaube, das kann ich mir sparen. Ich bin der Meinung, dass es nicht geht. Das wäre komisch, wenn das gehen würde. Naja, es ist der LS. Plan B ist die Geschichte mit dem Flug, oder? Wo steht der? Am Hof, draußen Ja, vor der Halle. nicht mit Flug, jetzt haben wir ja gesagt, wegen an Das Gruppen. Bist du passt einmal gerade im bei der Monat. Förder? Ich? Nein. Lass mal schauen, was das Jetzt bin Ganze. ich bei der Förder. Wenn es drüber gehst, siehst du ja, ob es gedüngt werden muss, ob es gegruppert werden muss. Ah, das ist 50% gedüngt. Ah, Gut, das irgendwas war heißt, jetzt das mit braucht man Herbizid. auch Herbizid. Au, haben wir Hätten wir aber da, Precision haben wir Farming? da. Moment mal. Warte, 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 warte. Haben wir Precision Farming um? Vielleicht. Jetzt gar nicht geschaut. Ja. Drinnen ist es. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht aktiv. Sehe ich gerade, passt. Hä? Okay. Ist Oh, nicht wild. aktiv. Man wundert mich. Naja, hier ist nicht Ja. so. Ja, Mann, aber ich muss sagen, das ist nicht so schlecht mit dem Precision Farming. Na, okay, mega machen. Weiß nicht, warum das nicht drin ist. Boah, eigentlich meine ich schon, es war mal drin. Ja, nein, ich sehe keine, Ach ich so. keine Anzeige und auch nicht die Gerätschaften. Okay. Also. Jetzt das probieren. Jetzt schwören, ich nicht Motorstart belegt gehabt. Hä? Ach Du so, siehst ja, es ich glaube, nicht, das haben wir wieder rausgenommen. wenn du nämlich auf die Map schaust, also ins Menü, hast du normalerweise ganz oben das Precision Map. Ach so. Das ist aber nicht, das ist jetzt nicht vorhanden. Einmal unten. Skandal. In Sperrbezirk. Gut, aber. Ah, jetzt geht's, passt gut. Ja. Ja, das ist ein bisschen schade ist es mit dem Joystick, weil ich jetzt nicht alle Tasten belegen kann. Das tut gerade ein bisschen weh. Aber ja. Oh, ich hasse den Schnee. Was wird man mit der anderen Kohle eigentlich machen? Jetzt auf die Schafe warten. Auf die Haben wir Sch da eine Schaffarm oder? Die ist Die oben ist, auf der Map. genau. Die müssen Das wir alles ist, kaufen oder? die müssen wir erst kaufen. Kostenpunkt, also das ist der Schäfer- und Wollbetrieb Janisroda. Über Überfällt Feld 6, wechseln, genau. über 66, genau. Wobei das 66 ist ja dann sozusagen die Wiesen, was Ja, die man die noch mitkauft. Schafswiese. 60. Und 66 67, Oban. 6, ah, da. Ah. Ah, Das ist an und für sich der 175.000. Puh. 105, ja, ist aber das komplette Gelände inklusive halt Ach oder der so, Wiesen, wo die inklusive Schafe drauf ist. Stelle und so weiter. Also 66 gehört dazu Was, zu der 95? Was Stelle. ist das? Und Schweinemast, oder? Ah ja. was man für später berechnen wir könnten, was dann erst relevant ist, wenn wir dann eine Wolle haben, war vielleicht der Wollbetrieb selber kostet dann auch nochmal 60.000. Ach, sind das doch zwei? Was am Hof ist. Ja. Aha, okay, gut, ja, müssen ja nicht. Ja, die Produktion selber, die Ach Wollproduktion selber. so, ja, klar. Ja. Aber da würde ich sagen, die holen wir sie erst, wenn wir 10 Paletten Wolle oder was stehen haben. Ja. Nee, aber für die Schweinemast, bevor wir oben an die coole Große gehen, würde ich dann zwischenzeitlich, um erstmal anzufangen, um die Grundstock zu haben, erstmal die 80 empfehlen, weil das ist mir auch ein Schweinehof. Die ist unten im Ort. Der ist unten im Hof, ja. Wie oft muss ich die gleiche Taste belegen? Kommt drauf an, was du wie wo belegen kannst. Das Boah, ist jetzt wirklich alles. komisch. Ich belege ständig. Ah, ich sollte auf Steuerung speichern gehen Speichern. vorher. Steuerung speichern geht. Manchmal geht's, Ja, manchmal nicht. Das ist ein bisschen wie komisch. gesagt, ich bin kein Freund von Schafe, von Schweinen. Okay. Weil die Haltung von den Schweinen halt. Hm.
Ja gut, dann merkt man uns das. Er merkt man uns das eher fürs Endgame. Mhm. Für Schweinefutter brauchst du Mais. Was brauchst du noch? Na ja, aber das ist ja eh so eher eine Endgame-Geschichte, oder nicht? Das machst du eh nicht am Anfang, weil du die Geräte nicht hast. Das machst du eh am Schluss, oder nicht? Mhm. Weil eher fürs, was du jetzt schaffst, brauchst du nur eine Wiesen. Ja, ja, logisch. Hier brauchst du eigentlich auch nur hauptsächlich Wiesen und der Stroh. Weil an der aus der Wiesen kannst du Silage machen. Die zweite Hälfte magst du zum Heu, was die Kier brauchen. Weißt du, deppert. Das habe ich auch schon lange nicht mehr auf einer Map gesehen. Was? Ich bin überrascht. Die große Nachfrage. Ich bin verwundert, wie cool, dass ich da jetzt. Das könnt ihr nicht merken. Im Part 58, bei Minute 6 oder so, wie gut, dass ich gerade hier gefahren bin. Boah. Was war bei Akri, ne? Ja, ist ja Foot. Ja. Achso, gut. Die Agri, was braucht. Also, die verkauft Futter. Okay, dort gehen wir. Ja, macht ja aber. Ne, wir müssen gucken, weil die Sorghumhirse haben wir noch lagern und Sojabohnen haben wir noch lagern. Wobei, da muss aber noch ein bisschen was kommen dafür, dass wir die dahin verkaufen. Ich bin ja nur jetzt ein bisschen gerade verwundert. Weil ich sehe bei der Agri. Ich bin auch immer verwundert. Ich sehe bei der Agri nur, dass die nicht auch. Oh ja, da ist. Die kauft doch was an. Nämlich Mais. Sojabohnen. Und unser Fruchtsilo. Ja. Soll ich was verkaufen oder? Brauchen wir, Stroh brauchen wir auch, Diesel brauchen wir auch. Soll ich was verkaufen oder nicht? Sojabohnen. Naja, sie det zahlen, naja gut, die AGLB det zwar zahlen für Sojabohnen. 988, aber da kriegen wir beim Landhandel aber 1100. Also der zahlt uns mehr. Nicht. Naja, passt da. Was haben wir sonst noch lagern? So um Hirse. Feiert den Server schon wieder verlassen. Warum? Das fragt mein Spiel gerade. Alter, wirklich? Hm. Ich frage mich gerade, die großen Nachfragen sind ein bisschen komisch, weil die zahlen am wenigsten. Am meisten zahlt der Land. Aber da ist ja, du siehst ja gerade, der Preis steigt ja noch durch Grün. Das heißt, die Nachfrage wird, ich denke mal, wenn wir jetzt einen Tag drüber schlafen, werden die schon mehr nehmen. Na, Sorghumhirse ist heute der höchste. Wir haben Jänner, oder? Ja. Ja, und es schneit. Ja, darum sage ich, Sorghumhirse kann man ja verkaufen. Vorsicht, nur 3 Meter maximal Höhe. Ah, die kriegen wir rein. Hm? Da dürfen wir nur nicht mit dem Wald drauf fahren, der Rest sollte aber passen. Können wir die Hirse loswerden? Boah, ist so eng manchmal hier. Die Einfahrt, die eine. Ah, die Milch hätten wir jetzt auch Hexenpreis. Nur so nebenbei. Die war bei. Bam. Landbäcker reitet die Milch auch nicht mehr um 1400. Gut. Aber jetzt haben wir eigentlich schon beim ersten Punkt. Transporte. Haben gesagt, brauchen wir einen Anhänger. Der Tierhaltung. Schaut ja schon relativ zusammengekramt aus. Wer von euch kommt gut mit einem Drehschirmel zurecht? Feuer. Weil der einzige Transporter für Milch ist ein Drehschirmel. Das ist gut. Sehe ich kein Problem. Sind wir schon Milch verkaufen oder wie? Milch war jetzt in Jänner der höchste Preis. Wo ist denn der Anhänger für Milch? Müssen wir den erst kaufen oder wie? Müssen wir glaube ich erst kaufen. Warte mal, ich schau mal, was unser. Warte, Güllefässer. Ich schau nur, was wir im Sortiment haben. Nicht, dass wir Ehren haben. Nein, haben wir keinen. Nicht, dass ich wüsste, ja. Das hätte mich gewundert. Haben wir keinen. Dann brauchen wir auch den Milchanhänger sozusagen.
Aber kann der jetzt Wasser oder nur Milch? Er könnte Wasser auch. Wie könnte? Kann oder? Ja, er kann Wasser auch transportieren. Wobei ich da beim Wasser dann schon sagen würde, dann nehmen wir lieber das andere Fassel fürs Wasser, dass wir halt zwei getrennte Sachen haben. Warum? Also, warum wollen wir getrennt? Oh, Jesus. Ja, okay, da war groß. Also, mit dem. Außer Feuer sagt das anders, mir ist egal, aber ich halte es halt nicht für sinnvoll da. Ja, das Problem ist nur, wie gut seid ihr in Drehschimmel mit den Wänden bei den. Bitte, Gorsche. Bei den, na, wie heißt's? Neu gekauft und schon vergessen. Gewächshäuser. Ja. Ist überhaupt kein Problem. Okay. Dann ist es kein Problem. Nein, ich höre zurück. Keine Ahnung, irgendwie ist gerade meine Netzwerkkarte abgeraucht. Was? Scheinbar ist meine Netzwerkkarte gerade abgeraucht. Netzwerkkarte? Gut, was kostet sowas? 20 Euro? Ja. Also ich sag mal, ich bin jetzt gerade mit meiner WLAN-Karte drin, aber die Gigabit hatte keinen Bock. Oder der Switch oben macht doof. Ach, sieh mal einer an. Ja, was soll ich sagen? Bei mir passieren halt auch die wildesten Dinge. Soll ich jetzt nochmal hinzukommen oder möchte die Folge erst beenden? Dann dauert nochmal 4-5 Minuten. Kannst du kurz warten, okay, wenn du möchtest. Außer ja. Nee, alles gut. Und dann unterhalte ich mich. Mir ist da gerade was aufgefallen, weil ich gerade da halt beim Schafstall bin. Mhm. Ja. War jetzt nicht schnell, da hat sich ein Kiefer reingestrüppt, versteckt. Ach so. Ja, solange es wirklich Geld abzieht, ist mir wurscht. Da steht dieser Holzpolizist. Na, den kenne ich, den haben wir letztens schon. Mit wem haben wir den in der Feier, oder? Ja. Ja, okay, dieser Holzpolizist, okay. Wo der Carvon dachte, er wird geblitzt. Solche Bücher. Lumen, hast du das Ding jetzt gekauft? Ich habe das Ding noch nicht gekauft, aber ich kann es hören. Ja, wir wollten jetzt am Feiern erwarten. Hey, ich schwöre, ich habe die neue DLAN-Kamera in Aktion, ich merke keinen Unterschied zur alten. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Keine Ahnung, könntest du nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Wasser, Wassermilch. Fasel bleibt, ey. Na, welche Farbe das Fasel? Ja, nein, normal, Standard. Edelstahl Standard und passt. Ist gekauft. Haben wir jetzt Milchfass? Yes, haben wir jetzt ein Milchfass, Schrägstrich Wasser. Super. So. Ja, das ist, dann können wir die Gewächshäuser auch gleich in Betrieb fahren. Ja, ist ein Drehschimmel. Ja, macht ja nichts. Ja, es gibt mit für Milch gibt es leider nichts anderes. Kauf einen zweiten, ich kann mit zwei rückwärts einpacken. Ich wollte gerade irgendwas sprechen, aber am Ende machst du es mir doch noch. Wo zuerst Milch verkaufen? Ja, macht Sinn, oder? Ja, Milch verkaufen macht einmal Sinn. Ich hab da gerade den. Was sind das überhaupt? Ein Zetor in der Hand. Bin auf der Suche nach dem Shop. Ganz Fassel holen und wetten. Hab ich schon. Lieben, kleinen. Ja, du hast das Fassel schon gehört. Ja, Papi. Hoffentlich hört es bald zum Schneien auf. Ich bin so froh, weil wir 12,5 Grad plus haben draußen gerade. Ach nee, jetzt geht's kurz vor Weihnachten und eigentlich dürfte es auch nochmal richtig schön knackig werden und Schnee liegen. Ich kann also nicht Schnee liegen. Mein Weihnachten im Schnee ist schöner wie im Matsch. Absolut. Aber wir haben weder Matsch noch Schnee. Staubtrocken draußen. Ja, aber. Ja. Da fehlt aber dieses gewisse Etwas, was. Ja, doch. Nein. Also für mich nicht. Aber es ist schon schön, keine Frage, aber ich brauch's nicht. So Mitte Dezember bis Ende Januar darf ruhig wirklich einmal Schnee liegen, dass wir einen Schlitten fahren. Aber. Ich meine, wo ist denn hier der Milchträger genommen? Der ist, glaube ich, in der einen Halle drin, wenn du nicht gerade zu den Kühen reinfährst, sondern links rein. Hab gerade aufgemacht. Ah, schade, durch das Tor. Mann, das hätte so gut gepasst gerade. Wir hatten den Drehschirm gekauft. Ja, ich bin ja vorbei, ich bin am Wenden. Wegen, wer den Drehschimmel gekauft hat.
Also müsst ihr auf den Schwarzmarkt mal gucken, was das Spiel bereichern könnte. Und wo bringe ich die hin, haben wir gesagt? Ich könnte selber was gucken. Gesagt, jetzt hast du mich. Jans Landbäckerei. 2400 dafür. Die anderen zahlen. Such da aus. Ja, ruhig. Ja. Weil es sind 30, also du hast ein paar tausend, na gut, sind schon da 200, 300. Hans 4, ja, ja, natürlich, na den nehmen wir. Markierung ja. Setzen. Gut. Muss ich nur mal finden. Ja. Gut, was haben ach du Scheiße, der ist oben im Norden. Ja. Oh. Au. Ja, irgendwie sind alle guten Verkaufsstellen, die bis dato angefahren haben. Wahnsinn, oder? Darum zählen es wahrscheinlich so gut. Das stimmt. Da finde ich ja nie hoch. Ach wieso, einmal wieder durch den Wald durch oder außenrum? Ich würde gerne außenrum, ich würde gerne Straße fahren. Hauptstraße entlang. Ja, dann fährst du auf dem vom Hof auf die Hauptstraße drauf und dann fährst du da einfach komplett entlang. Einfach die Straße entlang, immer entlang, bis du anstehst und wenn du anstehst, rechts abbiegen. Ja, dann steht er vor der Map Ende. Aber ja. Ja, bei rechts, da ist keine Straße, wo es umgeht. Außer durch den Wald. Ja, vorne ist trotzdem mit Lenkrad cooler, kann man sagen, was man möchte. Es ist nur schade, der Joystick fehlt nicht. Das ist schade. Ja, aber wenn du da schon sagst, da kommt dann bald dann. Ja, na sicher, um Gottes Willen. Oder mein Bruder fixt den alten, aber wurscht. Beim ATS gestern, das war cool. Das war echt richtig cool. Das hat so Spaß gemacht, da wieder mal zum Fahren. Hast du gestreamt gestern? Natürlich. Oder? Schön. Ich stream fast jeden Tag Feier. Ja, aber. Ich sag mal, die letzten Tage war ich viel unterwegs. Alles da war es leider nicht möglich, im Stream zu schauen. Völlig wurscht, weil meistens hänge ich jetzt sowieso im Diablo 4 drinnen. Dann muss ich um 19 Uhr nochmal ganz kurz ins RB meine Kutsche zurückgeben. Weil auf den einen Server spielen nicht weiter. Das ist immer zu langweilig in der Mine. Beziehungsweise es geht gar nicht um die Mine, es geht um das, dass ich dort nicht ins RP komme. Ich weiß halt, das ist ganz komisch. Ja, mit den einen kann man, mit den anderen weniger. Das muss jetzt auch nicht mehr an den Personen selber liegen, sondern halt einfach weil man im falschen Moment die falsche Person getroffen hat und dann immer wieder. Das war auch gar nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, ja. Ich habe das Gefühl, da kommst noch, der Server gibt es seit anderthalb Jahren, ich glaube, da kommst du gar nicht mehr rein. So leicht als Neuling. Ich weiß nicht. Gottes Willen. Ne? Was ist jetzt los? Jetzt gibt der Lady A große Nachfrage. Was geht's los? Oh. Jänner. Alles muss raus und so. Aber ich sicher nichts von den Preisen. Also große Nachfrage. Jetzt wäre nur ein riesiger Monitor, wäre jetzt noch cool. Ach so, wie meiner. Was hast du für einen? Ein 32 Zoll UWHD. Nein, ich hab 34. Aber es ist zu klein. Ehrlich, also, nein, sowas Riesiges, was sowas wie dieser Neo. Achso, wie die Odysseys oder sowas. Ja, der. Oh, schön. 59 Zoll. Aber das sind ja. Die sind groß, ja. Oh, eine Arbeit haben wir den. Echt? Vor allem. Ja, da haben wir, beziehungsweise eine Unterfirma von uns, die baut und vertreibt Flugzeuge und die nutzt den Microsoft Flugsimulator, um deren Flugzeuge, sagen wir mal, Probe fliegen zu können. Und da haben sie den Monitor für hingestellt. Ja, praktisch. Hast du den auch schon mal in Action gesehen? Den Flugsimulator ja, aber nicht mit dem kompletten Setup. Ja, also entweder nur den Rechner oder klar, ich habe den, ich stand schon vor dem Monitor, das ist schon richtig. Und cool, kann man schwer sagen, oder? Wenn man selber nicht. Es ist schwierig, also es kann bestimmt cool sein, aber da du ja, also ich sag mal, so wie meiner, es ist perfekt, wenn du da noch einen daneben hast für andere Anwendungen und so ein ganzes Kram oder zwei, je nachdem wie viel Anwendungen, also in Hochzeiten habe ich ja wirklich zwei daneben gebraucht. Jetzt wirklich fürs reine Alleinzocken und sowas, also ich sag mal, wenn du ja jetzt virtuell splitten tust, hast du ja auch wieder das Problem, dass du ja genau geradeaus auf den Knick gucken würdest. Ja, genau. Macht ja in dem Sinne auch keinen Sinn. Das habe ich ja auch schon oft überlegt, es macht nämlich wirklich keinen Sinn mehr.
Preisfrage, wo haben wir an Dünger herumliegen? Unten in der Schüttgut, also wenn wo der Kercher ist. Kercher, ja. In der linken Halle, wenn du davor stehst. In der linken Halle, okay. Weil dann kümmere ich mich um das eine Fältchen. Hoppala. Das ist, jetzt sehe ich gerade, dass der Streuer sage und schreibe 42 Meter Breite hat. Ich glaube, so breit ist nicht einmal das Feld. haben wir jetzt den die Mod oder hast du einen anderen wieder geholt? Was? Oder was? Der, was am Hof gestanden ist, ist Oma. Ah, das Herbizid-Ding oder? Ah, nee. Nein, nicht Herbizid, sondern der Düngerstreuer, der normale Amazon-Dinger. Ja, ja. Der Wurfstreuer hat eine Reichweite von 42 Meter. Den müssen wir dann auch nochmal austauschen, weil wir haben nämlich noch einen, der Kalk und Dünger kann. Kohle. Bin immer bei den Dingen nicht einmal so sicher, ob der nicht das AK. Nee, haben wir schon probiert. Habt ihr schon probiert? Ja. Mal die 21 Worte damals Kalk. Jesus Christ. Der Bart ist schon lange zu Ende, Freunde. Das ist schlecht. Ja, bis zum nächsten. Tschüss. Bis dann. Ciao. Nicht mehr. Ciao.